Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLB und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Ganglen-Ruinen. Steht da Ganglen? Ja. Habe ich ja, ist bei der Aufnahme, habe ich mit aufgeschrieben, ja. Und die haben wir erkundet, haben versucht, einen Boss zu erledigen, einen haben wir geschafft und einen, wo wir immer noch fertig gemacht, diese komische Schlangenkopffrau-Typ irgendwie. Und ja, dann sind wir hier an diesem Turm gelandet, welcher die Windprüfung zu sein scheint. Und da haben wir einen alten Bekannten namens Savit getroffen. Und ich kam gerade aus dem Badezimmer und habe eine riesige Spinne gefunden. Bah! Muss ich erstmal kaputt hauen. Jetzt bin ich ein bisschen paranoid. Immer wenn ich eine Spinne gesehen habe, denke ich irgendwie, hier sind noch mehr. An all, ja, und mir egal, an alle Spinnenliebhaber, ob die irgendwie, weiß ich nicht, die Wohnung sauber halten vor anderen Insekten oder irgendwie sowas, ist mir vollkommen egal. Wenn ich eine Spinne sehe, dann muss sie weg. Also, da hört der Spaß bei mir auf. Jedenfalls, wir sind hier bei Savet. Der wollte Dullahan erledigen. Und der ist geflüchtet und Savet will jetzt deswegen auf uns losgehen. Und ja, guck mal. Ich nehme mal Savet. Diesel. Savet. Wir sind stärker geworden, seit wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Aber er ist wohl auch. Aber er wohl auch. Und was ist das für ein mysteriöses Ding, das er benutzt? Er ist extrem schnell. Wir brauchen jemanden, der ihn mit Kriegsschatz unterbrechen kann. Sonst riskieren wir ihn, dass er uns mit einem einzigen Angriff vernichtet. Also viel Angriff hat er auch nicht. Der hat ein eigenes Bild. Wir sind auch, weil da kann ich schon eine Mistgrad einsetzen, ne? Meinst Pistole? Oh, ist Windseraf gegen Windseraf. Du bist ein Windseraf, oder? Ganz über Windlanze. Das auch mit ne? Ganz ja genauso wie Diesel. Mein Gott, der macht uns fertig. Naja, ich bin mehr Wind als du. Okay, warum setze ich auch Wind ein gegen den, ne? Der ist nicht sehr anfällig gegen Wind. Hilfe! Bringt nicht. Ich muss mal was anderes einsetzen. Aber gut gemacht. Macht uns aber auffällig, ne? Aber gegen zwei Amortisierung hast du keine Chance. Vor allem, das sind genau die Elemente, gegen die der nicht anfällig ist. Na, warte mal. Was macht anderen? Und ihr habt euch echt jetzt auseinandergezogen, ehrlich. Ja, das war gut. Die sagen mir nicht, der ist irgendwie so ein Charakter, der Diesel irgendwie hatte, ja, ersetzen kann. So à la Kratos, Zelos. So, wie du jetzt ab. Ich schreibe mich jetzt. Oh nein, der ist schneller. Und der setzt auch Magius, der setzt die gleichen Angriffe wie Deselein. Das spricht schon irgendwie so dafür. Kann man, dass jemand fragt, ich habe jetzt nicht speichern können. Ja, keiner fragt, ne? Keine Erfahrungspunkte bekommen, ehrlich. Der ganze Stress für nichts. Ja, ich
聞き捨てならないな。それじゃ俺様が負けたみたいじゃねえの。ああ、もういいって。それこそ無駄遣いになる。おい、兵馬を殺すんじゃなかったのか。お前らが沈められなかった。ザビーだ。待て、ザビーだ。 カムに頼らず、どうやって兵馬を殺すんだ。お前はライラの陪審になったんだ。それこそ殺す必要なんてないんじゃ。兵馬を消せるってことで満足してくれ。お前に言われたくない。おこん。こいつは力を打ち出す道具だ。俺はこいつで汚れに抗う力。 押してる俺の実力。ザビーだ、お前は。またにしようぜ。今話してもまたぶつかるだけぞ。話を後にしろって言ったくせに。相変わらずわけがわからない。確かにサパランやつだけど、なんか嫌いじゃないなあいつ。 興味深いやつだ。にしてもデゼル、なんでムキになってたの？さあな。何それ。いえ。やめろ。さあ、私たちの目的を果たしましょう。うん。人が落ちてきたのも頂上に向かった兵馬も気がかりだし、とにかく登ってみよう。 Mein Gott. Eine komische Sache nach der anderen passiert. Erst krabbelt irgend so ein Viech wirklich hier so an meiner Hand herum. Irgendwie so klein, weiß ich nicht, so eine Minimotte oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich sag doch, meine Paranoia ist begründet. Da muss ich die ganze Zeit niesen, wie blöder, ey.救いを求める資格すらないのか。別？この人、自分から落ちたんだ。生贄の伝承のせいで、この塔が身投げの舞台になっちゃったんだな。馬鹿げてる。歪んだ信仰だな。生贄なんて何の意味もないよ。天族はそんなこと望んでません。だが、あの時確かに 神の御使いが見えた。私は召されたのかと思ったのに。あれが見えたの？極限の精神状態が目を開かせることは稀にあります。今はもうそれも閉じたみたいだけど。あれは人や天族に災厄をもたらす存在です。そうそう、私たちが助けなかったら救いどころか悪い方に力を与えてたんだよ。 君たちは？スレイって言います。私たちは同志様ご一行ってわけ。あんな高いところから落ちたのは無傷で助けたのが本物って証拠でしょ？まだ信じられないようだ。放っておく。俺たちの目的には関係ない。って言ってるけど。 Ihn erklären, warte, warum kommt jetzt ausgerechnet? Ja, das macht Protzen. Ja, klar, warum nicht? ね、嫌いじゃないけど。バカな真似はもうしないで。ローラパーツは richtig。すぐそばまでローランスの辺境巡視隊が来てる。町まで送ってくれるって言ってたから、行ってみてね。
Na gut. Noch was? Jugus. Savey, der mysteriöse Seraph. ほんと謎だよな、ザビーダは。うん。面白天族ってことは分かったけど、言葉も行動も読めなさすぎる。ライダ、あいつのことを教えろ。教えろと言われましても。ヒョウマ狩りのザビーダ。噂はよく聞く男だ。ヒョウマとの戦いが目的らしいが。エドナも知り合いだったんだろ。微妙にね。あいつ時々レイホルクに来るのよ。何が目的かは知らないけど。 結局謎天族ってことしかわからないね。そういえばデゼルとザビーダって戦い方似てるよな。いや、そこに何かヒントが。知るかよ。俺の技は俺が磨き上げたもんだ。わかった。なぜ俺はあいつにこんな。 Er ist die dunkle Seite von dir. Irgendwie sowas. Werden wir schon herausfinden. Und ich würde gerne speichern. Wow, wir sind alle im Eimer. Rose, sagst du irgendwas dazu? Wow. Ich finde Savet cool. Wieso ist er halbnackt? Ehrlich, das ist deine größte Sorge gerade. Nicht, dass er uns töten wollte oder so, sondern dass er oben ohne ist. Ja, ich finde den Typen cool. So vom Charakter her. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Außerdem ist sein Thema cool. Ja, jetzt würde ich auch gerne. Das riecht schon irgendwie so, als hätte er irgendwie Diesel ersetzen kann. Ähnlich wie in Tales of Symphonia, wo man, glaube ich, ich habe es ja noch nicht ein zweites Mal gespielt, ehrlich gesagt. Muss ich auch nochmal machen. Aber da konnte man auch zwischen zwei Charakteren wählen, glaube ich, indirekt. Wie normale Leute, okay. Seit wann sind wir normal? Na gut, dann gehen wir mal rein. Und da ist hier auch was. Konnte man, glaube ich, so hoch gehen, ne? Früher. In einer längst vergessenen Zeit. Ja, in Symphonia konnte man ja auch irgendwie, glaube ich, mit einigen Aktionen oder so zwischen Zelos oder Kratos wählen. Erinnere mich irgendwie an Savets-Thema. Erinnere mich schon wieder an Madoka Magica, die Musik. Gargoyle. Aber nur wieder der Anfang erinnert mich an Madoka Magica. Meine Vermutung ist, dass man irgendwann die Wahl zwischen den beiden hat. Und das wird für mich extrem schwer, weil ich mag Diesel. Aber ich will auch nicht auf Zavet verzichten müssen. Wenn das die Wahl wäre. Wäre dann schwer, weil er ist auch auf dem Cover, glaube ich, ne? Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ja, Diesel ist links oben und Zavet ist rechts oben. Das ist schon wieder, weiß ich nicht.
Schon wieder verdächtig. Natürlich wieder voll die übergeile Musik her. Was ist hier für ein Rätsel? Es kann auf jeden Fall nicht so schlimm sein wie der Wasser, wie die Wasserprüfung. Wendy, was? Ist ja nicht ein Pferdemagazin. Oh nein, Magier, echt, ich bin tot. Merk, habe ich gar nicht gemerkt. Oh, was? Warum habe ich denn so viel bekommen? AP-mäßig. Ich habe einen Blitzgrad. Komm her. Ja, klar, bei Magiern Gegnern krieg ich voll auf die Fresse. Mann. Ich mir Tränke des Lebens vorhin, habe ich das Gefühl. Mach den doch mal jemand fertig, der hat die ganze Zeit so wenig HP. Oder die. Und gegen die kämpfe ich nicht noch, das ist schon mal klar. Der ist stylisch aus, Edna. Sehr gut. Level aufstehen. Neues Art. Donnerbestie war das, glaube ich, ne? Von Löwengeul. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt kann er nichts mehr lernen. Boah. Bin ich schon so überlevelt? Kann ich mir nicht vorstellen. Oh nein, habe ich vergessen, den Titel zu wechseln. Boah. Sollte mal irgendwas geben, was Angriff gibt, ne? Habe ich aber nicht. Na gut, ich da. Na. Aber warum sind wir denn alle voll geil? Ich habe gerade meine Frage beantwortet. Okay, was macht das? Aufwärts, okay. Nicht gedacht, dass wir diesen riesigen Turm nach oben gehen müssen. Okay. Ihr könnt mal wieder weggehen, ihr Viecher. Ja, ihr geht schon aufwärts. Die Musik ist ja aber ein bisschen ruhiger, habe ich das Gefühl. Und die haben wir noch nicht gekämpft. これで小さいってんだから、ギュってやつは。これに勝てないようならってのも事実だ。
Boah. Ich muss nach der Aufnahme unbedingt nach außen gehen und mehr Tränke sehen. Ich glaube. Oh, das ist jetzt schon wieder los hier. Die Verteidigungsmäßig wieder Schrott hier an oder was? Ja, was? Was hier denn schon wieder so wenig Verteidigung? Wäre besser, wenn jeder so über 300 im Moment hat. Und die fragt jetzt in letzter Zeit ganz oft. Irgendwie klar, sie die ganze Zeit wieder fragt. Boah, ist das schlimm. Ich muss mal irgendwann alle Ausrüstungen abnehmen und gucken, wie stark die Charaktere sind. Ja, wo sind wir jetzt gekommen? Da, ne? Ja. Puff. Jetzt ist ja wieder wie Madokan. Dass jeder hier irgendwie so denkt, was ist das? Und was drehst du da, Madoka? Hä? Das ist eine Anime, die ich nur jedem empfehlen kann. So, sind jetzt allen bekannten Monstern ja. Mal gucken, wer dahinter steckt. Savet anscheinend ja nicht, weil er ist halt wieder abgehauen. So einen göttlichen Eindruck macht er mir auch nicht. Was meint ihr überhaupt mit der Hirtkrone vorbei? Ja, der irgendwie ein bisschen Kraft in den Beinen hat, könnte ja durchgehen. Aber es ist ja noch kein Rätsel, das finde ich irgendwie gut. Wie so ein, ja, nicht so, sagen wir mal, herausfordernd, aber weiß ich nicht. Bist schon, was ich meine, ne? Jetzt geht's immer noch schön nach oben. Hier und da mal über so ein Ding springen. Und schon war es das. Und tschüss. Der nächste, der mich verfolgen will. Und tschüss. Haben wir hier? Einfach. Ist auf jeden Fall viel besser als der. Ich dachte, auf jeden Fall viel einfacher als der Wasser. Der Wasserpuppe. Ich will immer Wassertempel sagen. So ein Zelda angelehnt, was ich nie gespielt hatte. So, Wind. Buff. Mit den Augen, aber einfach nur so was von blöd, ne? Das war ehrlich, aber so dämlich. Von so zum dritten, vierten Geschoss irgendwie, mich immer zurücklaufen musste wegen dem Kack. Ja.
Ich musste zwei öffnen, okay. Das habe ich schon aktiviert, ne? Wisst ihr, oder? Warum sagt ihr mir das, nachdem ich das gemacht habe? Ja, Speicherpunkt bitte. Und jetzt langsam so drankommen. Stadt öffnen. Das ist wahrscheinlich jetzt kommt wahrscheinlich der Rätsel. Die Rätselportion dieses Dingen. Ob ich nicht alle hier öffnen muss oder so, ne? Wahrscheinlich muss ich irgendwann runter, ne? Und ich habe das jetzt runter gemacht und deswegen kann ich nicht dadurch irgendwie so was. Ich sehe jetzt nicht, wie mir das geholfen hat. Ich hörte Windmühle von Janua. Moment, Verschnaufpause. あの変なのに並ぶとこまで来たな。あれは何なんだ。明らかに人の手によるものじゃないな。あんなのがあったら、どうそのものが信仰の対象になったのも。ああ、ゲンスミコ、コンマン。内部のこんなところに普通の人は来れない。やっぱり外観の荘厳さからだろ。もう、そんなことより、そろそろゴールだよね。どうかな。まだ中腹ぐらいじゃないの。そっか。待てたのか。ん?大丈夫。ありがとう。別に心配などしていない。ダメ。それじゃダメ。何がだ。ミボ、見本を見せなさい。なぜ僕に振るんだ。っていうか何の見本だ。ライダー。え?あ、ぐるぐるしても大丈夫。任せて安心。レゼル印の瞬転の芯。離れただけでも一飛び。レゼル印の瞬転の芯。今のレゼル3付きで。 お値段据え置き500ガルド。安すぎるぞ。というより、何なんだこれは。それよ。それを最初からやればいいんだ。なんだかんだでデゼルも付き合いいいよな。あんなのエドナの暇つぶしなのに。楽しそうだし、オッケーオッケー。おまん。 500 Galt, ehrlich? natürlich. Speicherpunkt bitte. Mann. Der Part, der wird schon wieder so lang. Boah, ich sag, wir sollen eine Tour da vorne eine Tür packen. Wollte schon sagen, das hat man doch schon zweimal so ungefähr. Sphäre der Leere, das ist ein Ohrring, der glaube ich auch nicht so gut ist. Habe ich schon ein oder zwei. Gehst du mal weg? Ja, Sack. Man kann einfach so vorbeigehen. Speicherpunkt bitte. Ich habe Bock, den ganzen Turm hier runterzuklettern. Ich will mal irgendwie speichern. Ich habe schon seit zwei Aufnahmen nicht gespeichert. Wenn einer von irgendwie nicht so gut ist, kann ich glaube ich zwei, drei neu machen.
Ich bin verwirrt. Wo war ich schon, wo nicht? Ja. Ne, ich nehme das mal, ne? Und das hier. Tschüss. Ich glaube, ich habe ein, zwei Sachen irgendwie verpasst. Okay. Ich würde dann sagen, ich bin die Wart hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Test. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.